Nächte über Nächte habe ich darüber nachgedacht, wo ich die nächsten Trash Games finde. Doch irgendwie kam ich nicht auf die Antwort. Genau deswegen musste ich mich auf die Reise machen. Zuallererst stürzte ich mich auf die Olympischen Spiele, doch fand nix. Selbst beim Surftraining sah ich alt aus, wie alte Männer. In der tiefsten Sahara war es nur viel zu heiß, doch auch dort fällte mir nicht diese entscheidende Idee ein. Also musste ich erstmal gegen Bären kämpfen. Ich hab's zumindest probiert und sah sehr gut aus, ja, ja. Doch dann hatte ich die Erleuchtung und wusste, wo ich nachgucken musste. Erweitere dein Spielerlebnis mit Nintendo Trash. Suchen die billigsten Spiele raus, easy cash. Los Freunde, lass uns in den E-Shop reingehen. Daumen nach oben, da kann ich leider nicht widerstehen. Rild. Junge, anpassen, ich will erstmal richtig... Ich hätte mit diesem 1 Euro hätte ich mir auch einen Kaffee in der Sparkasse holen können. Was? Meine Sonnenbrille ist in dem Moment gerade kaputt gegangen. Digga, die Schraube ist weg. Freunde, was geht? Mein Name ist David mit einem Umlaut. Mit einem Umlaut auf dem Haus, mit einem umgedrehten Umlaut, mit einem Umlaut, der durch die Sahara rennt. Willkommen zu einem neuen Part von Trash-tendo. Das war der Vorschlag, der mir persönlich am besten gefallen hat tatsächlich. Ich glaube, von 3 Leuten wurde es reingeschrieben. Das Format, wo wir uns coole eShop-Games raussuchen, die trashig aussehen. Und es sind auch schon einige Vorschläge hineingekommen, die wir heute austesten werden. Aber bevor wir das austesten, würde ich ganz gerne einen Kommentar vorstellen, den ich sehr interessant fand im letzten Part. Und zwar war das der Kommentar von Kirby in Dark, der geschrieben hat, dass Entwickler das teilweise extra machen, dass extrem teure Spiele günstig reduziert werden, um sich selber in den Charts hochzupushen. Fand ich sehr interessant, diesen Fact. Deswegen vielen lieben Dank an dich, dass du es reingeschrieben hast. Und ein riesiges Dankeschön für die Rezension auf den letzten Part. Der war, holy shit, unglaublich. Wir haben über 1200 Likes, glaube ich, auf diesem Part geknackt. Das ist unvorstellbar wie das Universum. Und wir fangen direkt mit dem ersten Vorschlag von dem lieben Even an. Und wir spielen heute Geki Yabba Runner Andy Rosari Edition. Turn into a raging force of destruction or a super speedy gnome to overcome Geki Yabbas Ultimate Challenge. Klingt doch super. 2,99 Euro direkt in den Warenkorb und wir kaufen es direkt ein, um wieder ein bisschen Geld zu verspenden. Okay, hier ist es. Press A to start. Es sieht auf jeden Fall schon mal sehr interessant aus. Wow, ich glaube, das ist ein Jump'n'Run-Level, kann das sein? Aber eins muss ich sagen, das hat eine bessere Auflösung als einige Nintendo-Games. Holy shit, die Auflösung sieht voll fresh aus. Das muss man im Game jetzt... muss ich irgendwas tun? Hallo? Hallo, ich glaube, wir sind im Tutorial angekommen. Okay, das ist einfach ein Jump... Was? Bruder, Pro-Gaming, ESL-Gaming mit rennenden Zwergen kann kommen. Warte mal, back to map, restart, continue. Digga, das geht viel zu schnell. Ich muss erstmal nachdenken. Okay, press A to jump. Und wenn diese Dinger dort sind, diese Zwerge... Bruder, was? Müssen wir da einfach springen? Lol, habt ihr das... wir haben so einen Gleitschirm, das habe ich ja gar nicht gecheckt. Nee, wir haben nicht alle Socken gesammelt, das kannst du mir nicht antun, Mann. Nein! Was ein Drecksgame! Nein, nicht schon wieder! Digga, nein! Ach, das sind Save Points, die wir haben, richtig? Jawohl, alle Socken gesammelt. Easy. Ein paar Sekunden später. Woraus besteht dieses Spiel? Besteht dieses Spiel nur... Hallo, ich habe nicht alle Socken gesammelt. Digga, die Socken müssen in die Wäsche. Weil, und schon wieder nicht alles. Hä? Also hier erleben wir gerade ein... Also hier erleben wir gerade ein ultimativ revolutionäres Spiel. Kann man nur weiterempfehlen. Ich kann an dieser Stelle nur einen Philosophen der Neuzeit zitieren. Zu Rild. Kann man nicht anders sagen. Wie viele Level müssen wir denn spielen, bis wir das durchhaben? Bruder. Ich würde sagen, auf zum nächsten Game. Oh,
Wissenstraining für 2,99 Euro? Nee, ich spiele erstmal Tennis und dann holen wir uns Wissenstraining. What the fuck, wie sieht das denn aus? Schau mal, das bin ich als Erwachsener. Wer kennt ihn nicht, diesen Moment, wenn man auf einen Legostein tritt? Schmerzhaft. Wow. Hohoho. Das haut mich vom Hocker wie beim Reise nach Jerusalem spielen. Bewege den linken Stick nach oben, um den Ball in die Luft zu werfen. Bewege den linken Stick erneut, um den Aufschlag. Okay. Ja. Boom. Oh. 15. Number one. Ja, und wie schlage ich zurück? Bewege den linken Stick nach oben zu deiner Seite, um Return zu linken. Okay. Wow. Beeindruckend. Boom. 2:0. Wisst ihr, woran mich dieses Spiel minimal erinnert? An so FIFA 2004. FIFA 2004 sah safe genauso aus. Schlage jetzt einen Stoppball. Okay, mach ich. Spiel? Ja, hallo. Mach ich. Mach ich doch. Ja. Ja, und Return lenken, okay? Ich hab die Steuerung verstanden. Die ist jetzt nicht so komplex, Game, dass man set, mir die dreimal erklärt. Play. $200. Easy money. Ist ja fast wie im YouTube-Business. Mein Vorname ist Lexi. Mein Name ist nicht Lexi Hartmann, sondern Lexi Haar. Schau dir die Fresse von dem Avatar an. Alter, es ist einfach zu revolutionär, dieses Spiel. Karriere, schnelles Spiel, Training, Glücksrad? Alter, Junge, anpassen. Ich will erstmal richtig. Ich hätte mit diesem 1 Euro hätte ich mir auch einen Kaffee in der Sparkasse holen können. $1000, Digga, übertreib mal komplett. Komm, wir fangen erstmal mit einem schnellen Spiel an. Direkt hart, wie Stein oder wie mein Penis. Pim, 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 pim. Wow, der auf dem Boden ist schon bereit für, ihr wisst schon was. So, jetzt knien wir uns wieder hin. Begrüßen uns, wähle eine Seite, okay? Der Riddler ist auf unserer Seite, deswegen nehmen wir den Kopf für den Blumenkopf. Kopf, 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 Kopf. Kacke. Ha, Stoppball. Hä? Digga, kann er nicht schlagen? Ist er behindert? Ha, Digga, hä? Digga, ich schlag doch! Achso, ich hab Aufschlag, ne? Bam! Fort. Ich kotze im Strahl, Alter. Was ist das für ein dreckiges Game? Jack, bitte! Ich muss meiner Mama neue Schuhe kaufen, deswegen muss ich dieses Turnier gewinnen. Es ist wichtig. Die Stromrechnung zahlt sich nicht von der... Hey, wie lange ist die Kacke denn? Hauptsache, im Hintergrund ist keine Rolex, sondern Rolli. Boom. Alter, habt ihr diesen Return gesehen? Bruder, jetzt nehmen wir ihn aber böse hops, ne? Boom, jetzt habe ich den Bogen raus. Denn David ist nicht dumm. Hä, warum Point Miss? Ah, lol, nee, das war unser Punkt. Geilo. Also, wir fassen bei dem Spiel zusammen. Wir müssen uns nicht bewegen, das tut der Spieler automatisch. Ich glaube, vielleicht müssen wir ein bisschen bei den Aufschlägen stöhnen. Dann sind wir erfolgreicher unterwegs. Ah, ja. Oh ja, gib's mir böse. Ich meine, oh. Ja, nein, wir wurden getunnelt. Kacke, Jack, warum tust du mir das an, Mann? Komm rüber. Oh, Kamamababa. Ich hab $120 verloren. Warum verliere ich denn Geld? Oh. Wenn ich aufgebe, verliere ich auch $120. Teurer Spaß, Mann. Komm, wir trainieren erstmal. Warum muss ich für alles Geld zahlen? Was ist das denn für ein Drecksgame, Mann? Okay. Naja, trainieren wir erstmal mit der Maschine. Triff alle grünen Kästchen. Okay. Boom. Ja, wie ziele ich denn? Jawollo. Der erste Treffer. Schön. Und jetzt hört die Streak auch schon auf. Kurze Real-Life-Story, Freunde. Ich habe tatsächlich auch mal Tennis gespielt. Mit 14 bis... Oder mit 13 habe ich schon angefangen. Mit Ende 13 bis Anfang 15 um den Dreh war das so. Und ich war sogar gar nicht so kacke in diesem Sport. Allerdings habe ich irgendwann aufgehört, was ich im Nachhinein auch extrem schade fand, weil ich halt in dem Verein, wo ich gewesen bin, nicht gefördert. Andere Vereine waren viel zu teuer. Finde ich übelst schade, weil ich hätte mal wieder voll Bock aufs Tennis spielen. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Vielleicht irgendwann mal als Erwachsener wird sich die Chance mal wieder bieten, aber momentan sieht es eher schwach aus. Die mittleren Bälle haben wir vorhin gut hinbekommen. Komm schon! Zumindest diese Trainingseinheit müssen wir gut hinbekommen. Ja, perfekt rein, komm.
Boom, perfekt. Und den letzten First Try. Jawohl, jetzt habe ich den Bogen raus. Training abgeschlossen, okay. Ein paar Sekunden später. Okay, alles gut, aufwärmen. Das ist nur die Aufwärmphase. Digga, mit der Maschine war es viel einfacher. Jetzt reicht's mir komplett, Alter. Ich hasse dieses Game abgrundtief. Bam! Game, set and match. Opponent. Rage Quit. Rage Quit in Tennis Open 2020. Wisst ihr, wenn es irgendwann mal eine Wer wird Millionär-Ausgabe mit YouTubern geben sollte, mit einem Umlaut, werde ich genauso auftreten mit der Brille falsch herum. Land Deutschland, let's go! Spielstart! Ein Spieler! Musik ist mir so egal. Spielt irgendwas? Welches der folgenden Instrumente spielte Wolfgang Amadeus Mozart? Ja, Klavier. War das richtig? Das war richtig! Juhu! Mozart fing bereits als vierjähriges Kind mit dem Klavierspielen an. Schon damals wurde er als Wunderkind wahrgenommen. Oh, Geografie, let's go. Ich hatte Erdkunde-LK. Das Great Barrier Reef liegt vor... Ist es nicht Neuseeland oder Australien? Ich sag Neuseeland. Nein, Australien! Oh, das ist für mich dasselbe Land. Welcher Partei gehörte Guido Westerwelle an? Junge, keine Ahnung. Die SPD, Mann. Ah, Kacke, die FPD, so ein... Film, da bin ich wieder in 2. Welches Musikinstrument spielt Charles Bronson im Spiel mir das Lied vom Tod? Digga, ich kenne den Film von Titel, aber noch nie gesehen. Eine Mundharmonika. Ja, Wollo. Okay, auf geht's zum Sport. Was ist kein Kunstturngerät? Ich würde schätzen, Pauschenpferd, wobei, nee, Reck und Barren sind safe Kunsttourengeräte, aber ich weiß, was ist ein Ochser? Was? Oh nee, wir haben nicht Ewigkeiten Zeit. Pauschenpferd! Kacke, es war doch der Ochser. Was gehört zu vielen Elektrogeräten? Baudenwirt, Nahberatung, die Fernbedienung. Bruder, was glaubt ihr, wie hängen geblieben ich bin? Literatur, Schwierigkeit 2, ich kotze im Strahl. Theodor von, Effi Briest ist eine Fallspielerin, Freiheitskämpferin, Ehebrecherin. Bruder, Wissensquotient 44. Easy, Mann. Geschichte Schwierigkeit 3. Ich bin der Geschichtsboss. Welcher spätere Bundeskanzler war mehrfacher Oberbürgermeister von Köln? Adenauer? Ich bin so krass, Mann. Ich bin so krass. Holy Macaroni. Wissenschaft, Schwierigkeit 4. Man nennt mich auch den Sohn von Elon Musk. Welches Element ist in Potttasche nicht... Was ist eine Potttasche? Ich sage mal Natrium. Ich bin zu intelligent, Alter. Holy shit. Vermischtes. Okay, Schwierigkeit 5. Von wem stammt der Ausspruch viel fein, viel Frunsberg? Ich bin ja mal so krass, Alter. Nun gut, ich würde sagen, im heutigen Part haben wir 3 Trash-Tendo-Spiele ausprobiert. Einmal Geki Yaba Runner, Tennis Open 2020 und Wissenstraining. Am lustigsten heute fand ich Wissenstraining, weil das ist mega cool. Tennis Open für 1 Euro, ja, ist in Ordnung. Also für 1 Euro kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Und Geki Yaba Runner, keine Ahnung, wenn man Spaß dran hat, sehr gerne. Aber für 3 Euro würde ich es mir nicht unbedingt holen. Also mein Favorite heute war eindeutig Wissenstraining. Wenn ich das Ganze von einer Wriggler-Skala beurteilen müsste, ja, gute 8 von 10 Wriggler, Tennis Open, gute 6 Wriggler und Geki Yaba 3 von 10 Wrigglern, Freunde. Naja, an dieser Stelle würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat der Part gefallen. Wenn dies der Fall ist, Daumen nach oben nicht vergessen, Kommentar da lassen. Und falls du neu auf diesem Channel bist, abonnieren und die Glocke aktivieren, wie der Glöckner von Notre Dame. Und ich sehe dich in der nächsten Folge. Bye, bye.